sowas von lieb, wie Sie uns begrüßen. Das ist so schön und so nett. Also vielen, vielen Dank. Es ist ja immer so, manche Künstler sagen ja, also Applaus, ja, Applaus, das brauche ich gar nicht als Künstler, glauben Sie mir. Dem ist nicht so. Wenn man ehrlich ist, und ich bin ehrlich, ach so, Entschuldigung, das hier ist mein Mann, Reinhold. Na, Bent. Ja, der baut jetzt leider noch die Bühne auf, weil wir sind heute nicht so ganz pünktlich hier angekommen. Ja, weil meine Frau hat noch putzen müssen, gell? Ja, das stimmt leider. Also, wenn ich ehrlich bin, Reinhold, brauche ich Applaus doch schon, oder? Ja. Ja, mein Mann ist übrigens Österreicher, also. Ja. Ehrlichkeit. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie es wirklich ehrlich mit uns meinen und dass Sie alle freiwillig heute Abend hier sind, oder? Also, gut. Ich glaube, der junge Mann da hinten eher nicht, gell? Sie haben mit der Gattin mitgehen müssen, gell? Macht nichts. Heute gibt's eh keine Kultur, also keine Sorge. Aber es ist gut für Ihre Ehe, glauben Sie mir. Ich bin wirklich ein sehr direkter Mensch. Ich sage, was ich denke. Das ist so, wie ich die Welt wahrnehme. Alles, was ich sehe und höre, ist. Natürlich weiß ich, dass das nicht immer stimmt. Wenn die Leute sagen, sie meinen es ehrlich. Also nicht immer. Und natürlich tue ich mich auch oft damit schwer, wenn mir die Ehrlichkeit von anderen Menschen nicht ganz schmeckt. Aber du versuchst dran zu arbeiten, ne? Ganz genau. Und deswegen fällt mir ja Lügen auch so schwer. Also einer sagt zu mir, bitte sag mir deine ehrliche Meinung, aber er meint es nicht. Dann ist es mir doch lieber, nee, bitte sag es nicht, lügen. Sag mal, Schatz, bist du jetzt irgendwann mal fertig? Na ja, tut mir leid. Entschuldigung. Wir sind heute nämlich zu spät weggefahren, weil meine Frau noch putzen hat müssen. Ja, das hast du schon gesagt. Kann mich nicht erinnern. Ja, okay. Und wenn ich dann was sage, ja, dann ist man beleidigt oder man zeigt nicht, dass man verletzt ist. Wie gesagt, ich muss ja auch nicht recht haben. Außer natürlich mein Mann, der hat immer recht. Und in dem sehr unwahrscheinlichen Fall, wenn er mal nicht recht hat. Kommt aber sehr, sehr selten vor. Genau. Also, ein Beispiel, um das mal zu erklären. Ein Freund von mir, der ist Regisseur und der gibt mir seinen Film und sagt, pass auf, Petra, guck dir den an, aber wenn du den nicht leiden kannst, dann ruf mich bitte gar nicht erst an. Aber da weiß ich doch genau, was ich machen soll. Ich lüge natürlich, weil der Freund das ganz genau so will. Und ich will ja auch wieder bei ihm drehen. Also ist das doch eine wunderbare Win-Win-Situation. Oder die klassische Ehemann-Frage. Schatz, findest du, dass mein Hintern in dem Overall fett aussieht? Nein, natürlich nicht, Liebes. Sehen Sie, das ist die einzige richtige Antwort. Und das wissen beide, das ist nämlich das Agreement. Und natürlich weiß ich, dass er in dem Overall fett aussieht. Aber ich würde es nie sagen. Genau. Ich bin ja auch nicht immer ehrlich, wenn ich ehrlich bin. Aber schon dieses, wenn ich ehrlich bin, also heißt das, das ist jetzt die Ausnahme und sonst lüge ich und es ist okay? Nehmen wir das Fernsehen, Reality-Fernsehen. Oft das Abbild unserer Gesellschaft, wo normale Menschen die Leistung anderer normaler Menschen bewerten. Wir leben ja in einer Bewertungsgesellschaft. Nehmen wir doch mal das Beispiel Shopping Queen. Das ist die Lieblingssendung von meiner Frau. Für die paar Männer, die es nicht kennen, 5 normale Frauen kriegen jeweils 500 Euro und müssen innerhalb von 4 Stunden einkaufen, also shoppen gehen. Und das Ganze mit Friseur und Prosecco saufen. Und dann geht eine auf dem Laufsteg und die anderen bewerten sie dann. Ja, und dann wird er mit Angesicht des Laufstiegsopfers geschleimt, was das Zeug hält. Also, boah, das hast du total gut gemacht und du hast das Motto total gut erfüllt und das steht dir alles voll gut, um dann danach allein, aber vor laufender Kamera, beschissen zu bewerten und richtig rumzuätzen. Ich meine, denken die, das sieht danach keiner? Ich dachte, du schläfst da immer auf der Couch. Nicht immer. Mein Mann ist übrigens Österreicher, aber wer es noch nicht gehört hat, ne? Gibt es hier im Raum irgendwelche Österreich-Fans? Ja, ah, das freut uns doch. Ja, Sie? Moment, Entschuldigung, da muss ich jetzt durch. Moment. Er hat aufgezeigt. Ja, Sie auch? Ja. Also, lieber der Gattin, wie ist denn der Name? Kerstin. Die Kerstin? Und wie ist Ihr Name? Vielleicht auch der Gattin, ist mir lieber. Ich bin ein Fan. Wie ist denn der Name? Christine. Die Christine und die?
Kerstin. Die Kerstin. Mein Mann kann sich Namen immer so schön merken. Ich merke mal so überhaupt keine Namen. Bitte, wenn Sie dann die Fähnchen immer wieder hochhalten könnten, da habe ich so ein heimeliges Gefühl, da fühle ich mich so ein bisschen wohler. In Österreich ticken die Uhren wirklich völlig anders. Also das fängt beim Essen an und hört bei der Politik auf. Was meinst du damit? Ich würde jetzt gerne einfach mal meinen Lieblingswitz bringen. Also, ja, die Österreicher sind die, die aus Hitler einen Deutschen gemacht haben und aus Beethoven einen Österreicher. Und wer hat die beiden groß gemacht? Ja, genau das meine ich. Ich finde ja, dass Österreicher sind viel verstecktere Opportunisten als wir Deutschen. Wieso? Weil es 1938 Anschluss geheißen hat und nach dem Krieg Annexion? Ja, also ich war mal in einer Buchhandlung in Wien und habe so Krimis für meine Mutter gesucht, die in Österreich spielen. Und da sagt mir dann die Verkäuferin, ja, wir hätten da eine Autorin, die tut immer schreiben über historische Ereignisse in Österreich aus dem letzten Jahrhundert. Das ist dann das Ende des Ersten Weltkrieges, den Anschluss Österreichs und die Ausrufung der Republik. Da habe ich mir gesagt, den Anschluss Österreichs? Ich meine, damals haben die Österreicher den Anschluss 38 an Deutschland bejubelt und nach Krieg war es dann, die Annexion. Wir wollten doch keine politischen Witze machen, oder? Auch nicht über Greta Thunberg? Schau gar nicht über Greta Thunberg. Okay, schade. Na gut, also, oder zum Beispiel bei Premieren unter Schauspielkollegen. Es ist völlig normal, dass man am Tag der Premiere niemals die Wahrheit sagt. Man sagt ja auch bei einer Hochzeit nicht, die Braut ist fett, das macht man nicht. Das tut man einfach nicht. Also, man gratuliert, man umarmt sich, wenn das Stück besonders beschissen war. Dann wird die Stimme ein bisschen höher, die Wortwahl ein bisschen mühsamer. Oder wie letztens ein guter Freund von uns gesagt hat, als der Regisseur dann gerade ins Foyer kam nach der Premiere. So, Kinder, jetzt heißt es wieder Lügen, Lügen, Lügen.